Hallo zu Tronic, dem Technikmagazin auf stern.de. Ich bin heute zu Gast bei einem amtierenden Weltmeister. Er gilt als der Schumi unter den Computerspielern. Ich bin Niklas und es gibt nur eine Geschwindigkeit, meine. Außerdem kämpfen wieder für Sie Ralf Sander und Gerd Blank im Technikbattle und es gibt eine Hitliste beliebter Computerspiele. Aber wie lebt denn eigentlich so ein Professional Gamer? Nein. Bei Need for Speed handelt es sich um ein Rennspiel, wo es darum geht, mit Luxuskarossen seinen Gegner auf abgesperrten Kursen zu besiegen. Du bist ja amtierender Weltmeister, dreifacher Europameister und dreifacher deutscher Meister. Ich dachte immer, Computerfreaks wären Nerds. Die professionellen Spieler sind sehr weltoffen und sehr modern und heben sich doch sehr von dieser Gruppe Leute ab. Also es gibt sehr wenige, die wirklich nerdig sind. Du musst ja tatsächlich jeden Tag trainieren. Ich trainiere nur das, was ich muss im Prinzip. Und das sind dann nicht mehr als eine, anderthalb Stunden am Tag, wenn es hochkommt, vor Turnieren vielleicht zwei. Profispieler trainieren zwar nicht wenig, aber sie trainieren effektiv und entsprechend trainiert man nicht so viel wie jetzt jemand, der zum Spaß spielt. Und wie viel verdienst du so? Es ist so, dass man in Deutschland im E-Sport doch schon gut dreistellig verdienen kann, monatlich plus Preisgelder. Wenn wir nach Korea rübergehen, dort gibt es dann doch Spieler, die aufs Jahr dann hoch sechsstellig verdienen können. Ich will auch mal. Jetzt im November steht ja das World Final an, in Köln sogar. Was ist das genau? WCGs ist die World Cyber Games. Das Ganze kommt aus Korea und ist sozusagen die Olympischen Spiele des elektronischen Sportes. Ich beschreibe es immer ganz gerne als das Mekka des E-Sports. Alle guten Spieler treffen sich an dem einen Punkt und kämpfen um diese Medaillen und da ist doch schon sehr viel Teamgeist dabei. Das ist wie so eine große Familie, die sich jedes Jahr einmal zu einem Fest trifft. Zwei, die auch gern fighten. Sander gegen Blank. Moin Moin zu Sander gegen Blank. Unser heutiges Thema sind Lifestyle-Telefone. Ich habe von Samsung das F210 dabei. Sander und du? Sander? Oh. Entschuldigung, ich habe mich etwas verspätet. Mhm. Ich bin in der Redaktion aufgehalten worden, denn die Frauen, die wollten mich nicht gehen lassen mit diesem kleinen Winzling. Mhm. Ja, es ist wirklich auch ein Handy. Mhm. Will es vielleicht mal werden, wenn es groß ist. Bei mir zeigt sich ganz eindeutig, Samsung versteht was von Mobiltelefonen. Die Technik eines großen Geräts im Gehäuse eines kleinen. Langweilig. Mhm. Beim N2 hat der schwedische Hersteller etwas völlig Neues probiert. Es hat einen Touchscreen mit Infrarot. Man bedient es, indem man darüber wischt. Ja. Hoch, runter, ja. Links, rechts. Ja. Ich mache auch mal eine Wischgeste. Pass mal auf. Die chaotische Bedienung deines Telefons ist doch völlig gaga. Du bist nur zu faul zum Üben. Na, vielleicht. Aber warum üben, wenn ich es gar nicht muss? Ich habe eine vollwertige Handytastatur. Mit der kann ich SMS schreiben, herrlich telefonieren. Und klappe ich zu, habe ich einen großartigen MP3-Player. Ein großartiger MP3-Player ist dieser schicke Zwerg auch und er klingt sogar gut, denn ja? Die Kopfhörer, die mitgeliefert sind, die sind wirklich toll. Du, Sander, Musik schön und gut, aber sag mal, kannst du damit auch wirklich telefonieren? Soll ich dir mal zeigen, wie einfach es sein kann, mit einem richtigen Telefon zu telefonieren? Ja, ja. Hallo? Ruf du mal deine Hotline an. Hallo? Ich gehe zurück zu den Mädels. Hallo? Machst du noch was anderes als hier vom Computerspiel? Ich habe auch viele andere Hobbys. Ich fahre zum Beispiel sehr gerne Kart. Er fährt gerne Kart. Das echte Leben ist natürlich wesentlich spannender als das virtuelle. Nur muss man leider sehen, im echten Leben ist es nicht so leicht, an Porsche zu kommen wie im virtuellen Leben. Autos sind für mich einfach ein Traum, einfach lebensnotwendig. Ich habe da wirklich so viel Spaß dran, am Klang, am Fahren, auch am Aussehen. Wenn ich gewinne, dann bin ich einfach der König der Welt. Und wo wir den Experten schon mal hier haben, Niklas hat uns seine Top 5 der Computerspiele verraten. Auf Platz 5, alt, aber immer noch gut, Diablo 2 Lord of Destruction. Ein Monstergemetzel mit verschiedenen Charakterklassen. Auf Platz 4,
Warcraft 3 The Frozen Throne. Strategie in Echtzeit, die lange motiviert. Auf Platz 3 ein Rennspiel, Race Driver Grid. Super realistische Fahrzeuge und abwechslungsreiche Rennstrecken. Auf Platz 2 sieht Niklas Counter-Strike. Viel kritisiert, der Team-Shooter für Taktiker. Und seine Nummer 1, Alarmstufe Rot 3. Ab dem 30. Oktober im Handel ein schnelles Taktikspiel mit ultra-realistischer Grafik. Das war Tronic. Ein kleiner Einblick in Niklas' Welt. Wir sehen uns das nächste Mal auf stern.de wieder. Bis dahin, tschüss.